Ey, es gibt so unfassbar dämliche Kommentare im Internet. Ey, pass auf, wie das hier. Auf dem Bild siehst du aus wie der behinderte Bruder von Jon Snow. Wer schreibt denn sowas, ey? Du, unter mein Foto. Everybody be surfing! Surfen Facebook, yay! Finde ich mega übrigens, ne? Ja, Leute, wir surfen heute durch Facebook, deswegen auch mein Surf-T-Shirt, ne? Ich habe mich perfekt dafür gekleidet. Wir surfen durch Facebook und schauen uns an, was für tolle Kommentare auf unseren Lieblingsseiten sich so rumtummeln, ne? Wie zum Beispiel Berlin Tag und Nacht. Oder auf der Facebook-Seite von Sarah Lombardi. Oder, naja, wir finden noch was, wo wir uns so ein bisschen rumtreiben, ne? Ich habe Berlin Tag und Nacht Kommentare lesen, übrigens in meine Morgenroutine mit eingebaut. Ne? Ich habe Berlin Tag und Nacht tatsächlich geliked auf Facebook und habe morgens immer, dann gucke ich, welche Bilder die posten und dann, was die Leute darunter posten. Ne? Macht super viel Spaß. Macht mir einen guten Morgen, bin ich immer glücklich danach. Solltest du auch machen, dann würdest du nicht immer so griesgrimmig gucken wie jetzt gerade. Schön für dich. Wollen wir dann direkt starten? Wo wollen wir denn hinstarten? Ich würde sagen, wir erweitern das noch ein bisschen. Wo surfen wir hin? Die wird sie jetzt durchziehen, ne? Das wären die längsten 10 Minuten deines Lebens. Ich würde sagen, wir erweitern das vielleicht sogar noch auf Instagram, weil da sind auch ganz großartige Kommentare. Und oh, ich würde tatsächlich mit dir gerne noch Bibi besuchen. Ich bin hier spontan mal auf die Instagram-Seite von Jessica Patschka gegangen, die Bachelorette oder wie du sie liebevoll genannt hast. Das Sommerloch. Das Foto blenden wir jetzt hier ein unter diesem Foto. Ich habe das bewusst ausgesucht, weil was ist das Erste, was dir an diesem Foto auffällt? Dass ihr Charakter sehr gut ist. Sehr gut, und ich dachte, da steht jetzt drunter sowas wie, würde ich gerne mal meinen Kopf zwischenstecken. Aber nein, der erste Kommentar ist, hey, kannst du mich vielleicht in deinen Insta-Status markieren und schreiben, dass sie mir folgen sollen? Das wäre echt nett, oder irgendjemand von euch. Ach, und hat das irgendjemand von euch gemacht? Ich glaube, keiner hat das gemacht, aber ich habe es jetzt durchgelesen. In dem Sinne, wer ist denn hier? Love you, Sun, Merl, 8924. Du bist hiermit berühmt. Ja, was wir euch nicht vorenthalten können, ist natürlich ein guter Berlin-Tag-und-Nacht-Post und hier ein Bild. Dass du das guckst? Hier ein Bild vom lieben Kretze, der schreibt, kein Bock, Kretze. Ach, die posten da in Rollennamen. Ja, in Rollen. Oh, ich bin nur neidisch. Ja, der schreibt. Möchtest du einen Kommentar hier drunter haben, dass ich nur neidisch bin? Bist nur neidisch. Mason Poot schreibt darauf, wenn du keinen Bock hast, schmeiß doch den Job wieder hin, dann ist das Versuch Nummer 1.294.930 auch gescheitert. Emmy hat recht, diese Rap-Kacke ist Wunschdenken, aber weil man Kretze mit Kalu vergleichen kann, wird er es niemals raffen. 78 Upvotes. Wow. Kretze, also du bist ja drin in der Materie. Ja, das heißt, Kretze ist jetzt Hardcore-Rapper. Wer ist denn Kretze ist Hardcore-Rapper, ja? Ja, Kretze ist Hardcore-Rapper. Er war aber auch schon Mechaniker. Er war aber auch schon Barleiter, als er das Hausboot, als auf dem Hausboot noch... Weißt du, was er nie war? Schauspieler. So, Freunde, wir gehen jetzt direkt mal zusammen auf Sarah Lombardi. Zusammen auf Sarah Lombardi, okay. Guck mal, hier steht. So, erster Post vom 2. Oktober, Werbung. Gut, wollen wir nicht. Wollen wir nicht, ne. Nächster Post, Werbung, Doppelpunkt. Gehen wir ein tiefer. Wer macht denn Werbung? Werbung, denn? Doppelpunkt. Wow! Okay, die ersten, die aktuellen, der nächste, vierte Werbung. Okay, Sarah Lombardi bewirbt offensichtlich, was bewirbt sie denn? Sie bewirbt Tee, sie bewirbt irgendwas mit Eltern, wenn sie nicht schlafen können. Was hat sie denn noch so? Sie ist im Rhein-Center Köln zum Finale von Kölns Shoppingstar, ist sie in der Jury. Ich finde Sarah Lombardis Werbeseite ziemlich scheiße, deswegen gehen wir direkt mal auf ihre Facebook-Seite. Und da ist ein aktuelles Foto von ihr und einer jungen Frau. Und der erste Kommentar darunter ist, die ist schon hinter dem nächsten Schwanz her. Bäh, voll die eklige Schlampe, Daumen runter, Daumen runter, Daumen runter. Die hält es nicht aus ohne Schwanz, eine Gurke geht locker an ihre Fotze rein, so ausgeleiert wie die ist. Smiley, smiley, smiley. Ich glaube, es gibt... Ein Qualitäts- es, ja, man kann nichts Besseres über Sarah Lombardi finden, also finde ich. Ja. Deswegen, wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir zu einem deiner Favorites, zu Lena Meyer-Landrut.
ja, gar nicht so leicht. Wir waren gerade mal bei Lena und haben uns die Kommentare da angeguckt und die Kommentare sind genauso wie sie langweilig. Ich halte es nicht mehr lange aus, das Video ist schon viel zu lang und wir waren noch nicht auf Bibis YouTube-Seite. Wir gehen jetzt auf Bibis YouTube-Seite. Pass auf, wir, hier siehst du das auf dem Bildschirm? Nur 4,6 Millionen Abonnenten? Fängt direkt ein Video an. Ich ertrage es jetzt schon nicht. Okay, pass auf. Diese YouTube-Scheiße. Dreck's YouTube. So, wir gehen jetzt auf YouTube, auf ihre Videos. Und jetzt gucken wir mal. Lass uns mal kurz die Thumbnails einfach bewerten. Okay, sie steht nackt in der Dusche, früher versus heute. Ich habe seinen größten Traum erfüllt. Was ist denn hier noch so drauf? Oh, 100.000 Euro für auf Amazon blind bestellen. Was gibt's denn hier noch? Ich bin schwanger. Die ist so eine richtige Thumbnail-Bitch, ne? So eine Clickbait-Bitch, glaube ich. Ja, ich sehe es gerade, aber die interessiert. Ich bin schwanger, Ausrufezeichen. Echt, ist sie schwanger? Klick mal drauf. Wir klicken jetzt mal auf das Video. Hat 3,3 Millionen Aufrufe. So, von vorne. Hey, das ist Bianca. Und das ist mein neues Video. Ich dachte, du sagst jetzt, das ist Julian. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist auch ob ihr euch jetzt freut, dass Julian dabei ist, sei mal dahingestellt. Scheiße, weißt du, was mich das gerade erinnert? Scheiße, nein, weiß ich nicht. An unseren ersten Boyfriend, der mich auch mal so doppelt. Muss man die ganze Zeit kommen? Lass uns mal 2 Minuten. Scheiße, was machst du denn? Ich hab eine super Idee. Wir reden jetzt mal, ich guck das nicht weiter. Ich sterbe sonst an allem. Was ich daran schon gelernt habe, ist, wir müssen tierisch drüber sprechen. Wir müssen die Leute immer gleich bekloppt begrüßen, so als würden unsere Zuschauer richtig bescheuert sein. Du musst den Zuschauern offensichtlich das Gefühl geben, dass sie richtig bescheuert sind. Weil sonst verstehen sie ja nicht, dass wir mit ihnen reden. Weil wenn wir sagen, hey Leute, herzlich willkommen bei unserer neuen Folge, verstehen die nicht. Offensichtlich. Hallo meine lieben kleinen Schnuckelwutzeicheln. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Mein Name ist Christopher und das ist mein... Ich dachte, du sagst dir, das ist Andi. Hab ich voll vergessen. Ja, ist nicht so schlimm, aber weißt du noch damals? Nee, ich auch nicht. Oh, ich habe gerade richtig das Gefühl, als hätte ich meine Seele verkauft. Aber für teures Geld. Und dann tut es gar nicht mehr so weh. Ja. Und weißt du, was auch nicht weh tut? Wenn man dieses Video liked und natürlich auch, wenn man unseren Kanal abonniert, oder? Die Glocke aktiviert, dann kriegt man immer eine schöne Benachrichtigung. Oder wenn man das Video mit seinen Freunden teilt, auf Facebook, auf Instagram, auf Tumblr, auf Pinterest. Gay Romeo. Gay Romeo. Bild.de. Bild.de, wichtig, wichtig. Und wenn man bei uns auf Patreon vorbeischaut, um noch mehr Material von uns zu bekommen, das tut nämlich auch nicht weh. Um hier das alles nochmal ein bisschen in Relation zu setzen. Also Fakt ist, Andi würde gerne mit Sarah Lombardi schlafen. Ich bin eigentlich der heimliche Bruder von Bibi. Deswegen müsst ihr auch unbedingt Sarah Lombardi und Bibi auf dieses Video aufmerksam machen. Denn wir hätten gerne beide mal hier in unseren Mitten auf unserem Schoß sitzen. Und eine hat schon zugesagt zu kommen. Ja. Mit dieser mystischen Botschaft verabschieden wir uns ins Wochenende an diesem wunderschönen Mittwoch. Wunderbar. Und Andi sagt nochmal was und dann sag ich nochmal was. Macht's gut, meine Freunde. Und immer dran denken, verbreitet Liebe und shine on. Boah. Ey, dieses Bibi-Video, ich ertrage das wirklich nicht. Komm, wir klicken nochmal irgendein anderes an, okay, oder? Ja. Einfach mal, was? Komm, sag mal irgendwas. Hier, ich mache essbare Heliumballons. Essbare Heliumballons. Oh. Jetzt mache. Also erstmal vorab, Julian spielt heute ein bisschen Kameramann. Ich weiß nicht, warum er sich einfach aufs Stativ stellt. Er hat gesagt, ich bringe jetzt heute ein bisschen... Nein. Wie lange habe ich es ausgehalten? 14 Sekunden. 14 Sekunden. Und vielleicht sollte ich auch mal Kameramann machen. Mach doch mal bitte. Ja. Ja, mach doch mal. Am besten jetzt direkt. Mach ich auch. Ja. Chris. Hi. Hi, ne? Soll ich eine Nachbesprechung mit mir alleine machen? Achso, ich darf gar nicht in die Kamera gucken. Hey. Ja, mit mir muss ich sprechen. Also ich weiß gar nicht, warum Andi machen wollte, dass er Kamera... Da muss man auch so wackeln, ne? Ja. Hallo. Okay, das ist, ja. Ist es gut? Es ist richtig gut. Bringt es Energie? Ja, es bringt Energie. Du guckst so ein bisschen, als ob du küssen willst mit so besoffenen Disco. So, unsere Nachbesprechung wird... Komm, lass uns mal in dieser Nachbesprechung, wir bewerten uns mal gegenseitig. Von Folge 1 her bis Folge... Wie viel haben wir schon rausgehauen? Ich glaube 400 Videos.
Also ich würde dir vom Genen her, bist du schon sehr am Start, von der Skala von 1 bis 9. Was malst du denn da? Ja, und Hakenkreuze. Und beide. Wir uns küssen. Ich finde, du hast dich gut gemacht. Ja. Da ist noch eine Menge Luft nach oben. Ja. Ich finde, deine Haare sind kürzer geworden. Warum hast du das verändert? Ich mochte deine langen Haare. Ja? Ja. Nee, das war nichts mehr. War nichts mehr? Nee, man kommt halt auch irgendwann in Alter. Hat mich immer an Dings erinnert, ne? An Peter Lustig.